deutsche Philosoph, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bemühen. Ja, das tun wir. Und wir fordern, dass auch andere das tun. Wir sind hier, denn die Unmündigkeit ist die Unfähigkeit, selbst zu denken. Wir haben den Mut zur Mündigkeit und darum geht es heute und in der Debatte um die Kriege in der Welt. Mündigkeit bedeutet mehr Demokratie, mehr Fähigkeit zum Diskurs, mehr Fähigkeit, aufeinander zuzugehen, zuzuhören und nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Also das Gegenteil von dem, was heute geschieht. Ich frage, was ist los in unserem Land? In einem Land, das doch stolz sein müsste auf seine Friedens- und Entspannungspolitik. Und das doch alles tun müsste, dass die Friedens- und Entspannungspolitik fortgesetzt und weiterentwickelt wird und nicht begraben wird. Was ist bloß in unserem Land, in dem der nach schweren Waffen ruft, im Fernsehen und in der Öffentlichkeit hofiert wird? Und in dem, der für den Frieden eintritt, als naiv angesehen wird und diffamiert wird? Da stimmt doch was nicht. Und man muss auch ganz deutlich sagen, wo bleibt der öffentlich-rechtliche Fernsehauftritt, wenn im Jahr des Ukraine-Kriegs nach Erhebungen 92% der Teilnehmer in Gesprächsrunden, Talkshows und im Presseclub die Lieferung schwerer Waffen als die wichtigste Aufgabe ansieht? Das ist doch eine Krise des Gehirns und nicht der Vernunft. Was ist das für eine Situation, in der die Politik von Willy Brandt und Egon Bahr relativiert und rückgängig gemacht wird? Wir wollen das nicht. Wir wollen auch: Stopp die Mittelstreckenraketen, stopp diesen Unsinn der Militarisierung unseres Landes. Erinnert euch an die Charta von Paris von 1990. Die wollte eine Sicherheitsarchitektur in Europa ohne Atomwaffen von Lissabon bis zum Ural. Das gilt auch heute.